10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, was sehen wir auf dem Markt? Seit Mittag geht es bergab. Es sah den ganzen Tag eigentlich recht langweilig aus, dass es so richtig schöne Seitwärtsbewegungen macht. Aber ich habe leider nicht herausgefunden bisher, wieso, weshalb, warum der Markt wieder, naja, bis Richtung Süden geht. Sagen wir es mal noch so. Ne? Noch ist es ja recht human, muss man sagen, für die Kryptowelt. Auch wenn es jetzt der Aktienmarkt wäre, würden schon einige in Panik gehen und aus dem Fenster springen. Aber in der Kryptowelt, ganz ehrlich, es sieht blöd aus, aber beunruhigt euch sowas? Also mich persönlich nicht. Und wie gesagt, kein Bullenmarkt, keine Verwendung bei XRP bis jetzt. Oder keine nennenswerte Verwendung bei XRP. Können wir alle ganz entspannt sein. Ne? Von daher, immer easy bleiben. Von daher, ich bin ganz ruhig. Aber ich habe natürlich geile News. Ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt mit SPI. Ich werde auch ein paar Sätze natürlich noch dazu erzählen. Wieso, weshalb, warum. Und das mich wahrscheinlich natürlich noch mehr bekräftigt, dass 24 das Startjahr sein wird. Auch wenn natürlich andere glauben, frühestens erst 26, ich denke nicht. Aber gut, fangen wir einfach mal an. Ne? Mr. Crypto hat natürlich auch ein paar News für uns noch parat. Aber erstmal was zum Lachen. Präsident Biden, ich kann es ja nicht lassen, ne? Er ist ja wirklich für mich, er ist ein toller Mensch. Präsident Biden, 7,5 Milliarden Dollar Investition in das Laden von Elektrofahrzeugen hat in 2 Jahren nur zur Entstehung von 7 Stationen geführt, berichtet die Washington Post. Also ihr seht, nicht nur wir Europäer sind so richtig geil, was Geld ausgeben betrifft, was nichts bringt. In den USA scheint das gang und gäbe auch zu sein. Nur natürlich auch mit höheren Dimensionen, die haben ja auch ein bisschen mehr Klimpergeld übrig. Ne? So, natürlich XDC Network. Tolle Neuigkeiten. Tenity Global und XDC Network bündeln ihre Kräfte, um eine bahnbrechende Web3 Accelerator, oh Gott, auf den Markt zu bringen. Der XRP Accelerator startet Startups mit modernen Tools und Ressourcen aus und hilft ihnen, die 28 Billionen Dollar schwere globale Handelsbranche mit Hilfe von XDC Network, einer Blockchain-Plattform der nächsten Generation, zu revolutionieren. Es geht natürlich. Dieses Programm ist ideal für Startups mit Schwerpunkt auf Bereichen wie Tokenisierung realer Vermögenswerte, Handelsfinanzierungslösung, dezentraler physische Infrastruktur, GameFi, KI und Krypto abstecken. Ganz ehrlich, Leute, mega geiler Scheiß, ne? Geiler Scheiß. So, Deutsche Bank gibt eine große Stablecoin-Warnung heraus. Zu Recht, meine Damen und Herren, zu Recht. Man sollte sich wirklich überlegen, in welchen Stablecoin man ja seine Gewinne oder mal was umswitchen möchte. In einer aktuellen Entwicklung hat die Deutsche Bank eine der größten und einflussreichsten Banken weltweit, kann man wirklich so stehen lassen, eine deutliche Warnung in Bezug auf Stablecoins herausgegeben. Die Warnung hebt potenzielle Risiken hervor, die mit dieser Klasse digitaler Vermögenswerte verbunden sind, und befasst sich mit dem Thema der zunehmenden Bedeutung des Kryptowährungsökosystems. Ein aktueller Bericht der Deutschen Bank wirft jedoch einen Schatten auf diese vermeintlichen Zufluchtsort und warnt eindringlich vor Stablecoins einschließlich des weit verbreiteten Tether, USDT. Da gebe ich denen auch absolut recht. Bei USDC würde ich mir keine Gedanken machen. Bei Tether sieht das anders aus. Oder glaubt ihr tatsächlich, dass da 111 Milliarden Dollar hinterlegt sind? Ich denke nicht. Bei USDC haben sie sogar schon bewiesen und zeigen es auch jeden Monat immer wieder. Aber bei Tether, weiß ich nicht. Die Untersuchung bei der 334 Währungsbindungen seit dem Jahr
1800 untersucht wurden, ergab, dass nur 14% überlebt haben. Überträgt man dies auf die Welt der Stablecoins, gehen die Analysten der Deutschen Bank Research davon aus, dass die Mehrheit dieser gekoppelten digitalen Währung ihre Bindung verlieren kann oder wird. Einige werden vielleicht überleben, obwohl die meisten wahrscheinlich scheitern werden, schreiben die Analysten am Dienstag. Die algorithmischen Stablecoins Terra USD und Terraform von Terraform Labs und seine Schwester Token Luna brachen vor 2 Jahren zusammen. Wir erinnern uns alle. Das war dann nochmal ein richtiger Tiefgang auf dem Kryptomarkt und vernichteten Kryptowährungen im Wert von mindestens 40 Milliarden US-Dollar. Den Forschern der Deutschen Bank zufolge überlebten die wenigen erfolgreichen Kopplungswährungen, weil sie glaubwürdig waren, durch Reserven abgesichert waren und in sorgfältiger kontrollierten Institutionen funktionierten, was viele großen Stablecoins ihrer Meinung nach fehlt. Die Warnung der Deutschen Bank kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Stablecoins ein beispielsloses Wachstum und ein beispielsloses Nutzung verzeichnen und ihre Gesamtmarktkapitalisierung wichtige Meilensteine überschreitet. Tether, der erste und größte Stablecoin nach Marktkapitalisierung, widerspricht der Einschätzung der Deutschen Bank und behauptet, dass es der Untersuchung an Klarheit und ausreichender Beweisen mangele. War doch klar, ne? War doch einfach klar, Leute, dass die das wieder behaupten. Aber wie gesagt, in USDT ist fraglich. Das ist auch ein kleines Risiko, sage ich mal, wenn der hops geht. Was ich irgendwie auch mal befürchte, so in vielleicht in 4, 5 Jahren, wer weiß, schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, Kryptos in irgendein Stablecoin umzuwandeln, dann guckt genau hin. Guckt genau hin, in welchen ihr das macht. 1 Milliarde XRP-Zuschüsse. Ripple feiert die Entwicklung des XRP Ledger Community Supports. Es geht darum, dass im März 2022 Ripple 1 Milliarde XRP bereitgestellt hat, um Entwicklern und Anwendungsfälle auf den XRP Ledger zu beschleunigen und zu fördern natürlich. Der Fonds wird eine erweiterte des XRP Ledger Grants Programms sein und die gemeinsame Vision von Ripple mit der Entwicklergemeinschaft vorantreiben. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat das XRP Ledger Grants Programm Kreativität und technologischen Innovationen vorangetrieben. Mit mehr als 140 finanzierten Projekten in 28 Ländern hat das Programm verschiedene Bereiche berührt, darunter Nachhaltigkeit, Finanzlösungen, digitale Identitätsplattformen und GameFi. Die Leute haben jeweils immer so $200.000 gekriegt. Man muss natürlich auch sagen, von 140 Projekten, die sie finanziert haben, ist natürlich nicht die Rede, dass 140 Projekte auch durchschlagen werden. Wenn da, ich sag mal, 10 oder 20 durchschlagen werden wie eine Bombe, ist das schon ein Riesenerfolg. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, dass Ripple auch tatsächlich aktiv dabei ist, andere Unternehmen zu unterstützen, die auf den XRP-Ledger aufbauen. Und natürlich dann XRP verwenden werden, wenn ihr System natürlich einwandfrei funktioniert. So, SSI, Ripple-Gericht, wird SSI-Antrag auf Milliardenstrafe wahrscheinlich abweisen. Und da muss ich leider sagen, hat der Anwalt nicht gerade Unrecht. Krypto-Experte und Anwalt James Murphy glaubt, das Gericht werde den Antrag der SSI verwerfen, Ripple $2 Milliarden an Geldbußen aufzuerlegen. Der Experte begründet seine Auffassung mit der Feststellung, dass die SSI nicht vorgetragen habe, dass eine derartige Sanktion rechtfertigen würde. James Murphy, Anwalt der Krypto- und Krypto-Experte, der als Metal Lawman bekannt ist, glaubt, dass Richterin Torres die von der SSI beantragten $2 Milliarden Geldstrafe gegen Ripple nicht verhängen wird. Das ist eine vielversprechende Nachricht für XRP, denn viele hatten zuvor prognostiziert, dass die Geldstrafe die Kryptowährung beerdigen könnte. Nehmen wir mal an, selbst Ripple müsste 2 Milliarden zahlen. Dann rufen sie einmal drüben in Japan an und da kommt das Geld aus dem Spesenkonto von SBI. Also ganz ehrlich, das ist so lächerlich, dass die Leute immer wieder ankommen von wegen, ja, wenn Ripple das bezahlen muss, dann ist das Unternehmen bankrott. Der Coin, die ganze Blockchain, die kannst du vergessen. Zur Not, wenn alle Stricke reißen, würde Ripple sagen, okay, pass auf, ihr kriegt 500 Millionen sofort und den Rest stottern wir ab und wir machen Ratenzahlung. Da würde die SSC auch nicht sagen, von wegen, nee, das geht nicht. Ne?
Das Argument des Anwalts. Murphy beginnt seine Argumentation mit der Feststellung, dass der Anfang dieser Woche eingereichten Antwortbrief der SEC nichts Substanzielles zu einer Neubewertung der Sachlage beiträgt. Murphys Argument hängt von der Behauptung der SEC ab, dass Investoren geschädigt wurden. Die SEC behauptet, dass institutionelle Anleger, die XRP mit einem Abschlag gekauft haben, aufgrund des überhöhten Preises finanziell geschädigt wurden. Murphy sagt jedoch, dass die SEC eine Präzedenz falsch interpretiert habe. Er stellte die Relevanz der von der SEC zitierten Fälle in Frage, insbesondere SEC iFresh, der aufgrund seiner unveröffentlichten Status nur begrenzte Gewicht hat. Murphy sagt, dass diese Fehleinschätzung der SEC-Richterin Torres veranlassen dürfte, den SEC-Antrag abzuweisen. Die iFresh-Entscheidung ist eine Fehlinterpretation des Urteils in der Sache Govil über die Rückerstattung. Er betonte die Bedeutung korrekter rechtlicher Zitate und sagt weiter, dass sie die Richterin die wackelige Grundlage der SEC erkennen werde, wenn sie dies ein Dokument zitiere, das als nicht zu elektronischen oder Druckveröffentlichung klassifiziert sei. So, meine Lieben, ich denke auch, damit hat er leider recht. Wir wissen ja auch, dass die SEC tatsächlich alles nur auf Behauptung aufstellt, aber irgendwie noch nie richtig was bewiesen hat, weil auch die ganzen institutionellen Verkäufe, die Ripple ja getätigt hat, da hat die SEC ja damals auch zugegeben von wegen, ja, wir können uns ja keine 2800, ich glaube 35 Verträge angucken, wo ich mir denke, also wenn ich jemanden verklage, muss ich auch die Beweise haben, um die mir angucken oder nicht. Aber okay, es ist halt USA, vielleicht läuft das da ein bisschen anders. Aber nicht desto trotz, jetzt kommt der mega geile Scheiß. Alter Schwede, der japanische Finanzriese, ich nenne es ja Finanzgigant. Es ist ja einer der, ich glaube sogar der größte in Japan, der so viel Kohle im Umlauf hat immer. Und nicht nur in Japan, sondern wirklich weltweit operiert. Mit der Einführung des XRP-Ledger-Validators, SBE Holding wird ein Validator bei Ripple. Mich hat es sowieso die ganzen Jahre gewundert, warum sie es noch nicht sind. Weil es ist einfach nur richtig, richtig krasser Scheiß. SBE VC Trade, die Kryptowährungsbörse des japanischen Finanzriesen SBE Holdings, hat die Einführung ihres Validators für das XRP Ledger angekündigt. Und damit sage ich dir ganz ehrlich, welch Glück. Wir werden 24 starten. Wir werden 2024 starten. Du glaubst doch nicht, dass ein Weltkonzern wie SBE Holdings zum Spaß jetzt Validator wird beim XRP Ledger, weil sie genau wissen, oh ja, die nächsten Jahre, da pumpen wir sowieso nur Geld rein und Entwicklungskosten und Zeit, weil es bringt ja sowieso noch nicht viel, ne? Ein Weltkonzern, glaube ich kaum, der darauf scharf ist, kein Geld, und zwar richtig schmutziges Geld, damit zu verdienen. Aber lassen wir uns natürlich überraschen, ne? Laut der Ankündigung des Unternehmens möchte SBE mit seinem jüngsten Schritt die Stimmung seiner Kunden widerspiegeln, die Kryptowährung XRP besitzt. Bett ein Validatorbetreiber, nicht VeChain jetzt, Betreiber des XRP-Ledger Dulln, hat betont, dass dies ein großer Schritt sei, dass sie jetzt ein großes Unternehmen die Infrastruktur für den XRP-Ledger betreibt. Das ist nicht nur ein großes Unternehmen, das ist ein Weltunternehmen. Ripple ging bereits 2017 eine Partnerschaft mit SBE ein. Es hat den Aktionären der XRP-Kryptowährung auch Vorteile zum Jahresende geboten. Naja gut, das waren andere... Das waren leider andere Voraussetzungen, warum XRP so eine Mega-Rallye hatte. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Es ist wirklich so. Im Jahr 23 weitete SBE Remit eine Tochtergesellschaft von SBE Holdings ein. Sein XRP-basierte Dienst auf mehreren Ländern aus, darunter Vietnam und die Philippinen. Man muss aber auch sagen, das ist, ja, wie soll ich das sagen? Das ist aber auch eine Überweisungsplattform, sage ich mal, von SBE. Für die arbeitende Gesellschaft. Ne? Also da werden keine Milliarden oder Millionen transferiert. Da werden wirklich so, ja, ich habe jetzt mal 10, ich sag mal 10 Euro über, das schicke ich an meine Heimat, oder 100 Euro mal. Das wird natürlich nichts bringen. Aber für die arbeitende Gemeinschaft natürlich. Es ist perfekt. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, hat Japan wiederholt als einer der kryptofreundlichsten Jurisdiktionen angepriesen. Im Jahr 2020 schlug er sogar vor, den Hauptsitz von Ripple nach Tokio zu verlegen, bevor die SEC das Unternehmen vor Gericht verklagte.
Im April erweiterte Ripple seine Präsenz in Japan durch die Ankündigung und einer Zusammenarbeit mit dem in Tokio ansässigen Unternehmen HKDX. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den XRP-Ledger zur Entwicklung von Unternehmenslösungen für Kunden in Japan zu nutzen. Also, ihr werdet sehen. Also, es geht immer mehr und mehr voran. Ich weiß nicht, warum die Leute tatsächlich die Hoffnung in XRP verlieren. Klar, wenn sie sich den Kurs angucken, gar keine Frage. Verstehe ich absolut. Aber man muss doch endlich verstehen, wenn man in XRP investiert, investiert man nicht in einen Pumpcoin. Man investiert in einen Coin, der, wie, ich bin jetzt mal vorsichtig, voraussichtlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren oder schon dieses Jahr abgehen wird wie eine Rakete, nur durch die Verwendung. Mit Pump. Ja, wenn du Glück hast, kriegst du 5 oder 10 Dollar, ne? 5 Dollar oder 10 Dollar im Bullenmarkt. Wer weiß das schon? Aber wenn du auf die Verwendung wartest, so wie ich, so wie viele andere, dann wirst du 3- oder 4-stellig vielleicht sogar kriegen. Vielleicht auch höher. Wer weiß das schon in Zukunft? Aber es wird tatsächlich mehr als 2-stellig auf jeden Fall werden. Weil der XRP-Ledger ist nun mal das beschissene Mammut. Teil der Godzilla unter den Blockchains, der alles verbinden wird. Die komplette Finanzwelt wird direkt oder indirekt, tut mir leid, dass ich sagen muss, und davon bin ich total überzeugt, ist aber auch nur meine Meinung. Ne? Ich bin ja auch ein Fanatiker, Bekloppter und Gott, wer weiß, was man mir schon gegen den Kopf geknallt hat, wird eben halt das Herzstück des neuen Finanzsystems sein, was jetzt schon angefangen wird, seit letzten oder vorletzten Jahr sogar schon zu integrieren. Und ISO wird das Sahnehäubchen drauf sein. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte nochmal eine Warnung rausgeben, weil ein Bekannter zu mir gekommen ist und 10.000 Euro verloren hat an Wert an Kryptos. Er hat sich noch ein XRP-Ledger, er hat sich noch ein Ledger Hardware Wallet geholt. Er hat schon einen und er hat sich einen von einem Drittanbieter geholt und hat es leider verpennt, den nochmal neu einzurichten, sondern hat den einfach so übernommen und man hat ihm seine Coins geklaut. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn jemand sich auf die Idee kommt, ein Hardware-Wallet zu holen, dann bitte, bitte, auch wenn es mehr kostet, spielt keine Rolle, holt euch diesen Scheiß immer von den Herstellern. Nie, nie von einem Drittanbieter, nie von Amazon, nie von eBay oder sonst irgendwo. Holt euch tatsächlich einen vom Hersteller. Wenn ihr einen vom Hersteller habt und ihr sagt, ihr wollt euch noch einen zweiten holen, den könnt ihr euch dann zur Not von Amazon holen, den auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann die Sicherheitswörter vom ersten natürlich dafür verwenden, damit ihr zwei habt, der einer ist. Aber bitte niemals von einem Drittanbieter holen. Das könnte ganz böse enden. Und ihr, wie gesagt, der hat 10.000 Euro verloren an Wert an Coins. Er hat zwar noch woanders ein paar Coins, hat er mir auch gesagt, ist auch alles völlig in Ordnung. Ist der klassische Fehler eben halt, kann passieren, darf nicht passieren, das weiß ich auch, aber nichtsdestotrotz bitte immer vom Hersteller direkt ein Hardware-Wallet holen. So, meine Lieben, ich bin fertig. 18 Minuten. Eieieiei. Ich glaube, ich müsste mal Licht anmachen bei mir. Es wird schon dunkel, wie ihr seht. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ich habe schon gesehen, dass Mr. Crypto auch wieder was reingeballert hat hier. Wo bin ich denn? Da oben bin ich. Okay, wartet mal eben kurz. Ich muss mal eben mein Pipöchen bewegen. So, tut mir leid. Jetzt sieht es mal wieder ein bisschen besser aus, oder? Nee, meine Fresse sieht man immer noch. Sorry. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich, Remo. Mr. Crypto, hallo MC und alle. Engelbär, geht an Remo, Kaleido, guten Abend. XRP-Heiko, schönen Freitagabend an alle im Chat und natürlich an MC. Und Moment, bevor ich es vergesse, vielen, vielen Dank an 109 Zuschauern natürlich. Geiles Ding, seid ihr alle wieder nüchtern? XRP-Heiko, schönen Freitagabend an alle im Chat und natürlich an MC. Graf Olaf, grüß dich. Crypto Whitehead, moin. Oh, hey, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir endlich, oder ich sage mal so, ich hoffe, es geht dir gut. Gestern habe ich ja keine Antwort dafür gekriegt. Otto Rahn, grüß dich, Marcello und alle. Crypto Whitehead, erster. Nee, ich war schon um 19:40 Uhr hier. Papi spielt, Grüße, Familie. Hoch die Hände, Wochenende. Hoffe, es geht allen super gut. Naja, muss ja, ne? Also, ich habe schon mein Schmerzmittel genommen, alles gut.
Alles läuft wieder in richtige Bahn, so wie es bei mir immer ist. Seng Li, hi MC und alle. Emhorn, guten Abend zusammen. Kirch, guten Abend. Qualmis, moin. Taucher, Grüße an die XRP-Bande und dir, MC, aus Sachsen. Cool. Aus dem richtigen Deutschland noch. Oh, sorry, darf man ja so nicht sagen. Johannes, ein Hallo aus wunderschönen Rheinach. Will ich immer noch nicht. Allen einen schönen Abend. Uka, wie war es im Phantasialand? Hä? Also, damit meinst du, glaube ich, nicht mich, ne? Oder meinst du meine Arbeitsstelle? Ja, könnte man auch so langsam so nennen. Sehr, sehr interessant langsam geworden. Weltglück, Grüße MC und natürlich auch alle XRPler, Kämpfer. Oh, Kämpfer, yes, Baby, in 24 und 25. Ach, mein Freund. Wir werden gucken. Dieses Jahr wird doch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Wir haben erst den 5. Monat. Es wird immer geiler. Es wird immer geiler. Ich glaube, ich flippe aus, wenn wir tatsächlich Ende des Jahres 2, 3 Dollar vielleicht, wenn es gut läuft mit Pump, ne, wenn mit Bullenmarkt natürlich, dass wir da wirklich so 2, 3 Dollar sehen, nur oder sogar Centbeträge, da flippe ich dann, glaube ich, doch total aus. Psychobeule, hallo ihr Lieben, grüß euch beide. CryptoWhited, ich war auf Taron, Fly, Black Mamba, Colorado, die wichtigsten. Okay. Mr. Crypto, jetzt geht's los. Jetzt haut da rein. KuCoin. Ach du Scheiße, was willst du mit KuCoin? CoinGeppe. Ich sage ja, du machst mich fertig. Breaking News. Binance und KuCoin werden zu einer in Indien FIU registrierten Kryptobörse. Binance und KuCoin erhalten inmitten regulatorischer Turbulenzen, na geh weg, die Genehmigung der indischen Financial Intelligence, UNID. Was einen entscheidenden Moment in der Kryptowährungslandschaft des Landes signalisiert. Also wenn wir jetzt mal bedenken, ne, gerade Indien, wenn ich so die letzten 5 Jahre bedenke, oder Quatsch, seit 2017 schon, die waren total gegen Kryptowährung, die waren total gegen, oh, von wegen ausländische Börsen und, ne? Und jetzt kriegen gerade Binance und KuCoin die Erlaubnis. Da sieht man wieder einer der schärfsten Kritiker und wirklich immer Verbot für Kryptowährungen in ihr eigenen Land Indien. Öffnet sich doch und hat gemerkt, oh Kacke, damit machen wir gute Steuern. Und oh Kacke, wir brauchen die Börsen, weil Blockchain-Welt, ne? Geiles Ding, Junge, geiles Ding. Transatlantic, moin im Stream Community, werde später die Wiederholung anschauen, will nach noch Gladiator bei Netflix zu Ende schauen. Ja, guck ihn dir an, der ist geil, der Film. Das ist einer der geilsten Filme überhaupt. Der Markt hat ja eh wieder Bauchschmerzen. Hätte ich gewusst, dass man vorm im Bullenmarkt so günstig einkaufen kann, hätte ich mein Geld im Bärenmarkt zurückgehalten. Ja, das ist leider keine Wissenschaft, ne? Das ist nicht immer so geil wie jetzt, muss man sagen, wenn man Käufer ist, ne? Es könnte auch anders sein. Aber warten wir natürlich ab, ne? Mr. Crypto, klar, MC, für dich und die Gruppe diene ich jeden Tag mit News. Nein. Nicht dienen, das klingt so gezwungen, ne? Dingleman, 3er Stream-Serie. Ja, du hast ja ein bisschen ausgesetzt, aber trotzdem geil. Star, endlich habe ich es auch mal wieder live geschafft. Freut mich. Metzger Magic, liebe Grüße an die Rasselbande XRP. Ich freue mich schon, wenn du nach Frankfurt kommst und ich dir XRP in deine Haut tätowiere. Ja, das darfst du dann. Und wenn bei mir alles gut geht mit XRP, knall ich mir XRP ins Gesicht. Ich habe halt nicht mehr so viel Platz, bin total zu tätowiert. Naja, gut, ne? Das ist eben das kleine Risiko. Weltglück, MC, starten kann es ja 24. Das ist richtig, aber nur in kleinen Eurobeträgen, meine ich. Du, ganz ehrlich, ich bin schon zufrieden. Scheiß auf die 100 oder $300 Ende des Jahres, ne? Ich bin zufrieden, wenn XRP 7 bis $8 Ende des Jahres macht, aber ich sehe, okay, das ist wegen Verwendung. Dann lege ich mich zurück und sage, oh, nach mir die Sintflut, ne? Dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich mich vor der Arbeit drücken, weil dann dauert es nicht mehr lange. Sage ich ganz ehrlich. Dann werde ich sogar vielleicht frühzeitig Kryptos verkaufen, damit ich gar nicht mehr arbeiten muss, dass ich sagen kann, okay, ich kann 2 Jahre überbrücken mit dem Geld, ist mir scheißegal. Ich weiß genau, in den 2 Jahren brauche ich dann überhaupt nicht mehr was machen.
So, Alchemy Pay. Alchemy Pay, ja, da muss man extra auf die Seite gehen, immer wieder bei Alchemy Pay, das vergesse ich immer wieder. Alchemy Pay arbeitet mit Telos zusammen, um Fiat On-Ramp für den direkten TLOS-Kauf zu starten. Alchemy Pay, das führende Fiat-Krypto-Zahlungsgateway, ist eine bedeutende Partnerschaft mit Telos eingegangen, einem wachsenden Netzwerk von Netzwerken, Layer 0, okay? Das die Zero-Knowledge-Technologie für ultimative Skalierbarkeit und Datenschutz ermöglicht, um alle Branchen und Anwendungen zu unterstützen. Als Gemeinschaftsinitiative integriert Tello die Alchemy Pay On-Ramp-Lösung und integriert sie nahtlos in seine Website unter dem Portal bei Telos. Okay. Warum nicht? Moment, Moment. Mit Zahlungsoptionen wie Visa. Die Integration rationalisiert den Prozess für Benutzer TLOS auf einfach und konforme Weise zu erwerben. Benutzer können jetzt auf TLOS über die Rampenseite von Alchemy Pay kaufen. Mit Zahlungsoptionen wie Visa, Mastercard, beliebte mobile Geldbörsen und inländische Banküberweisung erweitert dieses Upgrade einen Zugang zu einem breiten Publikum in 173 Ländern und unterstützt über 50 Fiat-Währungen. Krasser Scheiß, Leute. Krasser Scheiß. Aber wir werden sehen, was er am Bullenmarkt macht. Ne? Ich bin bei dem sowieso sehr überrascht dann. XRP Echo, Terra Luna Classic bekommt große Upgrade. Steigt der Luna Classic Kurs auf 0,002 Dollar nach Führern. Nach früheren CNF-Updates hat Terra Luna Classic ein entscheidendes Sicherheitsupgrade implementiert, um Risiken zu mindern und die Stabilität der Blockchain zu stärken. Die Verbesserung ist ein Projekt, Projak, nee, proaktive Maßnahme, meine Fresse, heute geht es wieder bei mir, um Schwachstellen zu beseitigen und die Integrität und Leistung des Netzwerkes zu gewährleisten, was sich direkt auf die Preisdynamik von Luna Classic und USDC auswirkt. Puh. Ja, ich schauen wir mal beim Bullenmarkt, was er macht. Ne, da bin ich wirklich überrascht. Also wenn er 1 Cent erreicht, ist es schon ein Riesenerfolg. Wenn er natürlich drüber geht, sage ich, oh mein Gott. Startrampe, guten Abend, MC und alle Anwesenden. Kryptoweite, Zuschauerserie, Dreier-Stream-Serie. Kryptoweite, du und Singleware, was es geht bei euch ab? XRP-Heiko, Shiba Inu steht derzeit im Ra Rampenlicht, da über 1,7 Billionen Shiba zwischen den Wallets verschoben werden. Die Shiba Inu-Community bleibt hinsichtlich des bevorstehenden Preisanstieges aufgrund der neuen Updates optimistisch. Naja, gut, warten wir mal ab. Dingebär, mich würde gerne interessieren, wie viel Ripple für den XRP Stablecoin als Sicherheit zurücklegen muss. Es kommt ja natürlich darauf an, wie viel sie davon herstellen. Ne? Wenn sie 100 Millionen herstellen, müssen sie 100 Millionen zur Seite packen. Deswegen ist der Juni so interessant, wenn sie in Amsterdam sind und dann ein bisschen schnacken wollen, weil da sollen wir ja mehr erfahren über den Stablecoin. Crypto Byte, so geil die Neuigkeiten. Letzte Nacht SBI Holding, einfach XRP-Validator geworden. Da sehen wir mal, dass die Never XRP verwenden werden. Hundertprozentig, ich bin voll bei dir, ne? Was soll so ein Weltkonzern wie SBO Holdings Validator werden, wenn sie, ja, nee, die müssen alles blockieren als Validator jetzt, ne? Das ist ja wohl ganz klar. Aber ich finde das so schön, ne, dass die Leute dann immer sagen, ja und, was bringt das? Leute, das ist der Schlüssel zu Asien. SBI Holdings ist der Schlüssel zum asiatischen Geldtransfermarkt. SBI Holdings hatte 2020 im Geschäftsbericht, im Jahresbericht, 1 Billion Dollar pro Monat bewegt. Alleine nur SBI Holdings mit Aktien, mit Wertpapieren, mit Geldtransfers. Das wird alles über den XRP-Ledger laufen, Leute. Ob ihr wollt oder nicht, es ist einfach Fakt. Und das ist nur SBI Holdings. Und seit 2020 ist es natürlich wieder angewachsen. Ich habe mir den letzten jetzt noch nicht angeguckt. Aber 2020 fand ich das schon mega. 1 Billion Dollar pro Monat. Und das nicht nur innerhalb Japans. Das meiste ist außerhalb Japans passiert. XRP Heiko, ich habe mal ein paar Shibas rumgeschoben.
dass du nicht einfach mal die in Ruhe lassen kannst. Ne? Aber okay, du wolltest einfach mal in die Presse. Warum nicht? Ne? Finde ich auch okay. Mr. Crypto, danke Qualmis fürs Löschen. Achso, eine Nachricht von dir. Warst wieder böse. Hä? Maxim Day, Shiba, Shiba, Shiba. Nee. Aber einen guten Abend alle miteinander. Startrampe, ich hoffe, dass wir dieses Jahr schon ein paar Goodies beim XRP-Preis erleben werden. Ich gehe ganz stark davon aus, ne? Weil wie schon CryptoWhited umgeschrieben hat, Gott sei Dank, dass SPI jetzt Validator ist, weil die werden ja nie XRP verwenden. Ne? Also diese Sicherheit haben wir jetzt zu 100%. Mr. Crypto, nicht wundern, oben MC. Hab den gleichen Artikel mit XCC, deshalb haben ihn löschen lassen. Ach so, okay. Magic Mike, XRP 1000, hallo MC und XRP-Gemeinde und natürlich Metzger Magic. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Dann höre ich mal gespannt zu. Ja, alles gut. Ne? Single Bear, zu 500 Millionen soll Ripple ruhig verknackt werden. Brad Garlinghaus hätte sich den Spruch sparen können mit den 10 Millionen Dollar als Strafe. Das Problem ist, dieser Spruch von ihm, der macht mir Sorgen. Weil so wie die drauf sind, kann ich mir vorstellen tatsächlich, selbst wenn sie nur 50 oder 60 Millionen zahlen müssen, dass sie sagen, nee, wir gehen weiter zum obersten Gerichtshof. Ne? Das ist so für mich jetzt die Frage der Fragen, ob das tatsächlich kommen könnte. Aber das müssen wir sehen, was die Taurus entscheidet. Ne? Crispy Feed, guten Abend in die Runde. Ihr XRP-Raketen? Noch nicht, aber bald. Schlucke, juhu. Abo aufwerten hat funktioniert. Ich habe das Abo mit Prime verlängert. Guten Abend zusammen. Vielen Dank, vielen Dank. Und du hast keine zusätzlichen Kosten. Ist geil, ne? Darmrampe, muss nachher noch ein paar XDC, V-Chain und H-Bar kaufen. Morgen Termin beim VW-Händler. Große Inspektion und Reparatur. Ich befürchte, danach ist mir diesen Monat das Investieren vergangen. Ganz ehrlich, Startrampe, lass es mit dem Investieren und geh erstmal zum VW-Händler mit der Inspektion und warte erstmal die ab. Und wenn dann Geld übrig ist, ja klar, dann kannst du machen, was du willst. Aber ich würde lieber echt die Inspektion abwarten. Mal gucken, was noch rauskommt, ne? Sanremo, ich frage mich ernsthaft, warum du XRP hast, wo du doch auf der Syndikatseite von SSC bis Singleware. Weil Singleware insgeheim genauso denkt wie wir. XRP 1000 Dollar Minimum. Da wette ich mit dir. Mr. Crypto. Ah, warum ist das so bitter? Ripple News, SEC stuft Ripple Stablecoin als Wertpapier ein. Hatten wir gestern schon. Ist nichts Neues. 10. Ja, kommt ihr zu spät. Ripple will einen Stablecoin auf den Markt bringen, der mit Tether und Center Circle konkurrieren. Und bis 28 eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar haben. Haben wir gestern schon. Seit 2021 prozessiert Ripple gegen, ja eigentlich seit 2020, aber okay. Statt die Kehrtwende, Ripple, Anleger, ja, das hatten wir gestern schon, mein Schatzi. Aber nichtsdestotrotz, geile Sache, immer wieder her damit, ne? Crypto Whitehead, SBI wird XRP-Validator, weil die nicht mit XRP zu tun haben. MC, wusstest du das etwa nicht? Doch. Die haben ja auch die Blockchain in Asien richtig schön verbreitet, um später sagen zu können, ihr seid so doof, warum habt ihr das denn angenommen? Weil XRP ja sowieso nicht verwendet wird, ne? Weil das weiß ich ja. Deswegen, es haben sie ja, die haben uns ja aufgeklärt die letzten Wochen, die ganzen YouTuber und ein paar Großen aus der XRP-Community, die auf einmal gesagt haben von wegen, naja, selbst XRP-Transaktionen über den XRP-Ledger im Bankbereich mit hohen Vermögenswerten wird den Kurs ja sowieso nicht bewegen. Ne? Also deswegen kommt ja der Stablecoin. Die nutzen doch nur Ripple Payments, laut gewissen YouTubern. Ja, aber da haben die YouTuber ja auch recht. Ne? Die nutzen ja Ripple Payments. Dass der zwar nur ein Kommunikationssystem ist für den XRP-Ledger, aber ist ja okay. Ja, also ich muss ja echt sagen, CryptoWhited, was ich so die letzten Wochen und Monate, ich habe mich natürlich, ja, sagen wir nicht Konkurrenz, aber bei
Content-Creatern, Kollegen, Kolleginnen auch mal ein bisschen rumgeschnüffelt und hab mir nur gedacht, alter Schwede, wie kann man nur so viel Blödsinn reden? Und da reden wir auch von Leuten, die auch schon seit ein paar Jahren dabei sind, auch überzeugt sind vom XRP waren mit der ganzen Blockchain-Technologie, mit dem Unternehmen und alles, immer noch natürlich auch an den Erfolg von XRP glauben, aber nicht daran mehr glauben, von wegen, dass XRP einen hohen Kurs kriegt, wegen der Verwendung bei grenzüberschreitenden Zahlungen. Da fasse ich mir eigentlich nur an den Kopf, dass man so ein Bullshit verbreitet auf einmal. Und das jetzt kurz davor, ne? Man muss sagen, seit Jahren und jetzt kommt man erst damit. Da fasse ich mir nur an den Kopf. Ist das nicht, mich wundert, dass es eigentlich nur diesen paar Peoples aufgefallen ist. Gut, ich bin ja so geblendet und zu optimistisch, dass es mir das nicht auffällt, ist klar. Aber dass allen das noch nicht aufgefallen ist, was ist los mit euch? Johannes, Zuschauer Streamserie, 155 Streamserie, alter Schwede. Tata, weitere 5 sind auf meinem Konto, alter Schwede. Respekt, Johannes, echt Respekt. Mr. Crypto wäre mega, wenn es dieses Jahr losging mit der Verwendung. Warte ab. Warte ab. Wenn SBI uns jetzt nicht einen Strich durch die Rechnung macht und es nur noch schlecht macht, dann ja. Singleware, liebe XRP, bin aber kein Moonboy, aber Träumer, der vom Kurs jenseits von 1000 Dollar oder sogar 30.000 erwarte und rede. Okay. Schlucke, spekulative Frage auf 3 bis 4 Jahressicht. Bessere CSPR oder Quant? Also ich würde keinen von beiden. Deswegen, ich bin da raus. Mr. Crypto MC, du hast in deiner Aufzählung Vollpfosten vergessen, weißt du doch. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich kriege solche Spitznamen. Ich finde das geil, wie kreativ einige geworden sind. Ne? Besonders, ich bin ja gespannt nach dem Video, was ich wieder für geile Spitznamen kriege. Ne? Weil jetzt geht der Markt runter, dann kommen sie wieder alle aus ihren Rattenlöchern raus und wollen mir wieder eine verpulen. Ne? Weltglück MC ist wie Einstein. Um Gottes Willen, jetzt hör auf. Gut, die Haarfarbe passt eigentlich. Ja gut, sieht man jetzt nicht so gut mehr. Aber ja. XRP-Heiko, viele private Kryptoinvestoren Tierer werden Geld bei Altcoins verlieren, weil sie nicht kaufen und den Punkt verpassen. Hey, bei XRP liegt der wohl falsch. Der wird nicht mehr fallen. So die Theorie. Aber ich schätze mal, wenn es losgeht, wird das sowieso ein bisschen turbulent sein beim Kurs, weil natürlich wird die Masse verkaufen, ne? Da reden wir mal von 2, 3 Wochen, wenn die Verwendung startet und der Kurs wirklich so auf 3, 4 Dollar hochgepusht wird durch die Verwendung, dann sehen wir auch mal wieder so 2 Dollar und alles, ne? Weil die Leute natürlich in Massen dann verkaufen werden, ihre Großbestände und sagen, um Gottes Willen, Gott sei Dank bin ich da raus. Galeido, danke für die geile News, Marcello. Das habe ich jetzt gebraucht zum Feierabend. Bitteschön, bitteschön. Sehr gerne. CK, guten Abend, Marcello und Community. XRP, günstig gebrauchte Cold Wallets vom vertrauenswürdigen Heiko, garantiert manipuliert. Lull. Oh, dann gib mir mal schnell 2 Stück. Hammageddon, hoi zusammen. Rimini, hallo an alle. Hoffe, geht allen gut. Ja, ne? Maximus, hallo an alle. Hallo an unseren Maestro. Rimini, hallo Single. Maximus. Wer ist da? Was ist da los? Wann geht es in die Höhe? Warten wir dieses Jahr ab. Warten wir wirklich dieses Jahr ab. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, erst 25, 26. Jetzt sowieso nicht mehr. SBI hat mir das jetzt versaut. Tut mir leid, Weltglück. Ich war schon so ein bisschen am Schwanken, aber SBI hat mich voll in die Spur wieder gedrückt. Sanremo, dunkel. Ich sitze noch an der. Ja, das freut mich, dass du in deiner Hölle brutzelst. Armageddon, hat SEC XRP wieder auf Wertpapier gelistet? Nein, aber sie haben natürlich schon behauptet, der Stablecoin ist ein Wertpapier, ne? So wie alles bei denen. Aber ganz ehrlich, ich finde diese Aussage von den Leuten auch schwachsinnig, dass sie jetzt sagen, von wegen, ja, wenn der Stablecoin kommt, dass die SBI die nächste Klage macht. Wo ist die Klage gegen Tether? Wo ist die Klage gegen USDC, sprich gegen Circle, wegen ihrem Stablecoin?
Ich denke nicht, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, wenn die Klage vorbei ist, wird die Macht der SEC vom Kongress ganz erheblich eingeschnitten werden, ne? Der Kongress wird sich ganz gewaltig da einklinken und ich schätze mal, selbst wenn der Trump nicht an die Macht kommt, dass da einige Köpfe rollen werden. Psychobolde, ich bin am Überlegen, noch in Sui einzusteigen mit einer kleinen Position. Was meint ihr dazu, Jungs? Ich bin raus. Seidenblitz, heute schaue ich in Kerzenschein und ein Gläschen Tee dazu. Oh, sehr schön. Hast ja auch sehr früh wieder gezockt, mein Freund, ne? Ich habe das schon gesehen, um 4 Uhr noch was. Rimini, freuen wir uns. Wir haben schon wieder Einkaufsmöglichkeiten. Ich hasse das Wort. Echt, ich finde das geil. Noch ist das völlig in Ordnung. Später am Bullenmarkt werden alle heulen von wegen, ach Scheiße, die Kurse sind so hoch, ich habe jetzt so und so viel Geld noch, ich will das reinpacken, aber lohnt sich das noch? Deswegen genießt das jetzt lieber noch. Armageddon, 66 Coins oder alte Liste. Was für eine alte Liste? Crispyfeed, bin bei Sui die Woche eingestiegen. Rimini, MC, Velo, wird nachgesagt, dass er der asiatische XRP ist. Warum eigentlich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, für was für Transaktionen der verwendet wird. Ich habe ihn mir kurz angeguckt, da habe ich gesehen, Jet McCaleb ist schick dahinter und bin wieder weitergegangen. Also klar, er steigt im Moment wie blöd. Es könnte auch ein Riesending werden. Für mich aber nicht. Ich habe, und außerdem asiatischer XRP, es gibt keinen asiatischen XRP außer XRP. Na, die Leute sollen aufhören, so einen Blödsinn zu reden. Velo, wenn das wirklich so ein geiles System ist, wird es natürlich über den XLM-Ledger natürlich auch eine Verwendung kriegen, gar keine Frage. Aber ich kann es dir nicht sagen, ob oder ob nicht. Im Moment wird er gehypt, im Moment wird er gepumpt. Ob das so bleibt, steht in den Sternen, ne? CK, also bin deiner Meinung, dass Ende des Jahres mein Herz großen Stress ausgesetzt, im positiven Sinne. Ja, es kann tatsächlich möglich sein. Ne? Also man sollte, wenn man ein schwaches Herz hat, Herztabletten haben oder sonst irgendwas, weil es könnte tatsächlich dazu kommen, dass wir alle leider Gottes sowas als Hilfsmittel nehmen müssen, bevor wir dann im Krankenhaus landen. Möchte ich nicht abstreiten. Ne? Ich einbegriffen. Crispyfeed, Solana-Niveau. Okay. Hamburger Kind, guten Abend, liebe Community. Grüß dich. LQ17, hey MC, mein Decent ist von Amazon, aber nur weil mir Decent versichert hat, dass es original ist und sie momentan nicht pünktlich liefern können. Weil die Nachfrage so hoch ist, zur Sicherheit habe ich das Decent dreimal ausgeschaltet und geschaut, ob es mir neue 24 Wörter rausspuckt. Und tatsächlich sind immer neue Wörter rausgekommen. Sollte also alles passen, oder? Ja, dann sollte es passen. Kennt ihr mich? Das meiste Problem, was wir haben, LQ17, ist immer bei Ledger. Das ist das große Problem. Ledger wirklich vom Drittanbieter ist wirklich, kann tödlich sein. Man sollte tatsächlich immer lieber aus Frankreich von Ledger persönlich kaufen. Klar, man muss sich registrieren und, aber ganz ehrlich, es ist das Sicherste, wenn man sich einen Ledger holt. CryptoWhitehead, aber so ein Livestream spontan werde ich demnächst anschmeißen. Oh, okay. Hamburger Kind, na Marcello, ich sehe, du hast dein Bildformat nicht angepasst. Das Problem ist, mein Freund, wenn ich jetzt mein Bildformat hier anpasse, bin ich ein bisschen weiter weg. Du siehst, es ist ein bisschen kacke, weil. Nee, ich kann machen, was ich will. Ich schiebe mich nach unten, nee, geht auch nicht. Dann verpasse ich die Weltkugel leider. Und so ein hübscher Bengel bin ich nun mal auch nicht. Ich hoffe, das reicht dir. Mr. Crypto, also Archimipay ist wirklich krass am Entwickeln und auch bei der Gewinnung neuer Partner. Ja. Wie gesagt, sollte man sich angucken. In meinen Augen ist der Kurs immer noch recht günstig, weil wir noch nicht im Bullenmarkt sind. Also im Bullenmarkt ist das einer der meiner Favoriten, wo ich denke, der wird richtig schmutzig abgehen. Mich würde es wundern, wenn er wirklich ja, da unten einfach bleibt.
Abrodon, moin zusammen. Kommt weiter. Gut, dass ich EichmiPay ein bisschen gekauft hatte. Ja, also ein, zwei EichmiPay sollte man sich schon gönnen, ne? Hamburger Kind, wann Emkos Panzer? Also ich schätze mal, wenn Crypto Whitehead einen kleinen Teil von seinen, ich schätze mal, 3 XRP wie ich verkaufen würde, würde es vielleicht 25 schon völlig reichen für einen Emco Panzer. Aber das Problem ist natürlich, er müsste einen größeren Teil verkaufen, wenn er 24 schon verkauft, weil er muss natürlich auch die Transportkosten nach Teneriffa dann bezahlen. Ne? Weil es ist klar, das Ding muss nach Teneriffa, weil ich auf dem Strand natürlich damit cruisen will. Schlucke, ich muss mal sehen. Olli, hi MC, wollte mir gerade einen Coin holen, der nicht XRP ist und bin nach deiner begeisterten Rede unschlüssig, ob ich nicht lieber mehr XRP kaufe. Ja, das ist das Problem. Ich kann es dir nicht sagen, ob du kaufen solltest oder nicht. Ne? Es ist halt die Sache, ich sag mal, wenn du so zwischen 5.000 und 15.000 XRP hast, rechne dir aus, wenn der Kurs bei 100 ist, was du dann hast. Ne? Und wenn du lieber ein bisschen was in einen anderen Coin investieren willst, warum nicht? Tun wir alle auch. Olli, hierzu. Hier gibt's die tägliche Dosis Wahnsinn. Ja, nicht immer. Aber ja, vielleicht oft. XRP-Echo, die SEC stufen den Stablecoin von Ripple als Wertpapier ein. Mit welchen Begründungen bitte? Was ist denn der Unterschied zu USDC oder den anderen Stablecoins? Das Geile ist, der ist ja noch nicht mal draußen. Bisher ist er ja nur ein bisschen auf ein Stück Papier, was in die Öffentlichkeit gekommen ist und Gelaber von Brad Garlinghouse und David Schwarz. Aber der ist ja noch nicht mal draußen. Man weiß ja im Endeffekt auch noch nicht mal, wofür genau der verwendet wird. Man schätzt ja für den US-Markt, weil regulatorische Klarheiten ja fehlen, ne? Dass sie dann damit trotzdem starten könnten, das Ripple Payment System darüber. Ist ja auch okay. Aber bisher ist ja wirklich nicht viel bekannt. Und trotzdem, ja nö, es ist ein Wertpapier. Ah, was ist denn daran jetzt ein Wertpapier? Ja, es ist ein Wertpapier. Die SEC sagt alles. Alles, was in der Kryptowelt ist, ein Wertpapier. Außer XRP und halt Bitcoin. Also von daher muss jeder sich fürchten, dass alles, was er gekauft hat, auch ich, für die SEC ein Wertpapier ist. Und wisst ihr was? Mir ist das Latte, weil die SEC ist nur für die USA zuständig. Würden jetzt die Asiaten auf diese geile Behörde hören, dann würde ich mir die Hose machen. Weil dann könnte wirklich alles auch in Asien zum Wertpapier eingestuft werden. Gott sei Dank sind aber die Asiaten, auch wenn sie nur kleine Menschen sind, intelligenter als das, was bei der SEC rumläuft. Uka, 11 Minuten noch, dann muss Crypto weiter wieder was fürs zu futtern haben. Wetten? Könnte passieren, verstehe ich auch. Ich habe auch, bevor ich angefangen habe, erstmal mich satt gegessen. Deidenblitz, morgen trifft uns ein MB, egal, Sonnensturm, Stufe 5G, weil sich drei Flares zusammentreffen, okay? Transatlantic, so, bin wieder dabei. Was für ein geiler Film. Ja, immer wieder. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Soll ja, ich glaube, auch dieses Jahr noch ins Kino kommen. Olli, würdest du sofort live gehen, wenn bei XRP etwas sehr Wichtiges geschieht? Zum Beispiel Klageende. Naja, gut, die Klageende ist für mich nicht so wichtig. Ne? Für mich ist nur die interessant bei der Klage von wegen, wie viel muss Ripple zahlen? Ne? Da bin ich wirklich geil drauf. Wenn ich kann, klar, könnte ich. Das Problem ist nur, ich weiß ja nicht, wer dann schon so weit von euch dabei ist, weil ich möchte ja nicht, dass die Leute dann ihre Streamserie verpassen. Ich weiß ja, das ist für den einen oder anderen vielleicht wichtig. Also 20:20 Uhr musst du dich immer gedulden. Außer XRP ist natürlich von jetzt auf gleich bei 100 Dollar. Ja, dann tut es mir leid, dann werde ich sofort live kommen. QFox MC, du gehst ja davon aus, dass Juli nicht mehr unter 1 Dollar ist. Was genau wird passieren? Wann wird die Taurus es bestimmen, wie viel Ripple zahlen muss? Also die Taurus kann, glaube ich, ab dem 20. Mai, da kratzt sie, glaube ich, alle Unterlagen oder 21. Mai von der Klage. Und ab dann könnte sie jeden Tag natürlich entscheiden, was Ripple bezahlen muss.
Und da gehe ich auch von aus, da wird sie wahrscheinlich ein bisschen hinauszögern, weil sie muss sich den ganzen Scheiß ja auch erstmal durchführen, sie und ihre Mitarbeiter. Und ich schätze mal, spätestens 31.8. dieses Jahres werden wir es sehen. Was genau wird passieren? Also ich gehe davon aus, wenn natürlich die Mika-Vorschriften, die kommen ja nur zum Teil im Juni gestartet werden, dass Ripple sich die Payment-Lizenzen holen kann und so eine Verbindung mit dem Stablecoin in den USA, über Europa, Orient und Asien schon anfängt mit dem Ripple Payments. Olli, nein, die würden bei 100 Millionen zahlen und fertig, wenn alles geklärt ist. Ich denke nicht, dass Brad Garling aus 100 Millionen zahlt. Das hätte er nicht rausgehauen von wegen, ja, 10 Millionen, aber mehr nicht. Und gestartet werden soll, das geht nicht bis zur Unendlichkeit. Nein, das sowieso nicht. Rimini, ich frage mich, ob das ein Teil vom Plan ist mit dieser Klage. Und wenn sie weitergehen würde, ob das nicht auch dazugehört. Das Problem ist, ich kann diese Klage nicht so ernst nehmen. Ne? Weil wenn ich bedenke, wie die SEC sich benommen hat, ich weiß nicht. Ne? Das ist, dann kann man so eine Behörde nicht ernst nehmen. Das ist im Endeffekt ja zwar eine kleine Behörde, aber eine verdammt wichtige Behörde. Jetzt nicht für den Kryptomarkt, aber für den Finanzmarkt in den USA. Crypto-weighted. Und die Leute, die denken, nur weil jetzt SPI XRP-Validator geworden ist, wieso nichts mit Kurs passiert ist, der sollte dann lieber lassen mit investieren, weil diejenigen nicht verstanden hat und ist halt fraglich, ob derjenige überhaupt Verstand besitzt oder inwieweit er dies tut. Das sind deine Worte, nicht meine. Mr. Crypto. Kennen wir den Bericht auch sehr interessant? Stella. Nein, 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 da. Stella, Stella. Ich glaube, den haben wir uns auch schon angeguckt. Wie Wisdom Tree tokenisierte Vermögenswerte über Stellar zum Mainstream macht. Naja, im Moment noch nicht. Aber ich meine, den haben wir uns auch schon angeguckt. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich den angucken. Es ist schon interessant. Das hat meinen Blick auf XLM auch ein bisschen verschoben. Wegen. Was? Lösen nach? Lass mich in Ruhe. Nein, geh weg. So. Es hat mich auch ein bisschen aufhorchen lassen, dass natürlich über den XLM-Ledger auch Tokenisierung wirklich stattfinden wird. In welcher Höhe? Wir wissen, der XLM-Ledger ist ja dafür ausgelegt für kleinere Vermögenswerte. Braucht man auch beim Tokenisieren, ne? Gar keine Frage. Aber wie gesagt, ist immer in Verbindung mit dem XRP-Ledger natürlich. Herr Toni, hallo MC, mein Freund, wie geht's dir? Ja, mit Schmerzmitteln geht's mir gut, ne? Rücken macht ein bisschen Probleme. Gibt es was Neues über Veracity? Denkst du immer noch, dass Veracity die 50 Cent bis 1 Dollar schaffen kann? Ja, müssen wir gucken. Also 30 Cent bin ich auf jeden Fall von überzeugt. 50 bis 1 Dollar, da müssen wir gucken, wie der Bullenmarkt läuft. Ne? Weil man muss immer wieder bedenken, es fehlen nur dafür 10 Milliarden Dollar, damit Veracity 1 Dollar schafft. Es ist nicht viel im Endeffekt. Und wenn man bedenkt, dass der Bullenmarkt natürlich noch heftiger wird, noch mehr Kohle reinspielt und natürlich auch mehr in die Altcoins reingespült wird, Wahrscheinlichkeit ist hoch. Rob Rob, abonniert mit Prime zum 10. Mal schon. Vielen, vielen Dank. Kufox, wann 300? Also 300 Cent können wir sicherlich, also ich vermute es mal, im Bullmarkt sehen. Transatlantic, also alle XRP verkaufen. Die kannst du mir auch senden. Ich gebe dir pro XRP 1 Cent. Ist mehr als was du auf dem Markt kriegen wirst bald, wenn der auf 0 geht. Transatlantic, wann 771? Immer noch 2025, 2026. CryptoWhited, ja, da gebe ich dir recht. Okay. XRP, CryptoWhited. Soll jeder machen, wie er will. Das Geheule kommt dann immer später. MC. Solche Leute einfach ignorieren, wenn die nichts an Handfestes haben. Doch, die haben die Aussagen von den Großen. Hallo? Die hatten die Aussagen von den Großen, CryptoWhited. Also bitte, ne? Es war köstlich. Ne? Zum einen habe ich mich wirklich gewundert, dass man so einen Schwachsinn rausbringt und dann auch noch
felsenfest davon überzeugt ist, das ist das Geilste, die sind ja wirklich felsenfest davon überzeugt, dass tatsächlich XRP-Transaktionen mit hohen Vermögenswerten von Banken den Kurs überhaupt nicht mehr berühren würden. Da denke ich mir immer, mein Gott, habt ihr eigentlich die ganzen Jahre nichts verstanden vom System? Hohe Transaktionen, viele hohe Transaktionen, was in der Bankwelt üblich ist, nehmen Coins vom Markt weg. Ja, 3 Sekunden lang, 4, 5 vielleicht sogar. Aber sie sind weg vom Markt. Das Angebot wird kleiner und die Nachfrage wird größer. Jetzt gehen wir in die reale Welt. Wenn das Angebot kleiner wird und die Nachfrage höher wird nach einem Produkt, was passiert mit diesem Produkt? Ach ja, stimmt, der Preis geht runter. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich zu solchen Leuten noch sagen kann. Ne? Also, ich habe auch gar keine Lust mehr. Viele haben mir gesagt, oh, mach doch mit dem ein Interview, mach doch mit dem ein Interview. Ich sage, nee, wer jahrelang schon dabei ist und jetzt so einen Stuss redet, Leute, da flippe ich aus bei. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr zusammenreißen dann. Kommt da weiter, immer nur mit ja, wenn endlich kommt. Komm. Und denken, dass Ripple zum Scam über 100 bis 100 von 100 Partnern zusammengetrommelt hat. Hallo, die hat Ripple alle bezahlt, ne, damit sie damit Werbung machen dürfen. Wissen wir doch alles. Crypto weiter, hör auf, lass mich nicht darüber schreiben. Ich kann doch nichts dafür, dass Ripple so ein Scam-Unternehmen ist und alle bezahlt, damit sie damit Werbung machen dürfen. Thingiverse MC, was ist daran falsch, wenn man mit Kursen von maximal $100 bei XRP zufrieden ist. Wo macht man sonst ein 200 innerhalb von 2 bis 3 Jahren? Nein, da hast du natürlich recht. Ne? Selbst wenn einer mit $10, mit $50 oder mit $70, das muss ja jeder für sich entscheiden. Und wenn man auch mit $100 zufrieden ist, dann soll man auch bei $100 rausgehen. Das ist das Wichtigste. Seid nicht zu gierig. Wenn ihr sagt, okay, Summe X habe ich investiert, Summe X kriege ich raus bei $100 und das reicht mir, geht raus. MV77 David, abonniert mit Prime zum 13. Mal schon. Vielen, vielen Dank. Moin, moin. Transcendenting. Also ich habe heute noch mal fett in physischen Silber investiert. Das geht wenigstens permanent nach oben. Und der richtige Pump auf 300 Euro Unze wird noch kommen, nachdem sie die Manipulation nicht mehr halten können. Okay, ja, da kann ich nichts zu sagen, weil, wie gesagt, Silber, Gold, da bin ich ja raus. Ne? Für mich ist wirklich investieren nur die Kryptowelt. Später muss ich mich natürlich noch ein bisschen erkundigen, wenn es um die Gewinne mitgenommen habe in der Kryptowelt. Dann werde ich mich auch woanders noch ein bisschen breiter aufstellen, auch anfangen, mich breiter aufzustellen. Aber jetzt im Moment ist nur die Kryptowelt. Anton XRP, nein, MC, ist kein Stein, sondern der Fels in der Brandung. Ach du Schande, nein. Bin aber ein ganz schön wappeliger Stein, du, oder Fels. Kufongs, also dieses Jahr nicht 300. Das kann dir im Endeffekt keiner sagen. Wenn die Verwendung startet, ist es möglich. Ohne die Verwendung natürlich nicht. Der nicht. Bullrun. Weltglück, MC wackelt geil. Du weißt ja, Banken sind wie Schnecken bei der Einführung. Nur bei Zinsen verlangen sind sie die wie ein Geopard. Ja, das Problem ist nur, Weltglück. Ich bin da ganz stark am Zweifeln. Normalerweise würde ich dir absolut recht geben mit der Einführung. Ne? Absolut, gar keine Frage. Aber dieses System, was Ripple auf die Beine gestellt hat, den XRP-Ledger, den testet man seit 10 Jahren. Und ich bin davon überzeugt, dass mindestens vor 4 Jahre, die letzten 4 Jahre, die fetten Großbanken den schon testen bis zum Erbrechen. Deswegen bin ich am Zweifeln, ob sie tatsächlich das langsam einführen werden, was ich natürlich normalerweise auch denken würde. Oder ob sie sagen, pass auf, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so 10-20% unserer Transaktionen lassen wir sofort drauf laufen. Normalerweise muss man bedenken, dass noch nicht mal bei einer Einführung eines neuen Systems 1% über ein System erstmal läuft. Das wird ganz langsam gestartet. Wie du schon sagst, da hast du recht. Aber wie gesagt, das System wurde seit 10 Jahren auf Erbrechen getestet
Und seit 4 Jahren bin ich davon überzeugt, dass auch Großbanken es testen. Wie bescheuert. XRP, Heiko. Angenommen, XRP kommt voll in die Verwendung und es gibt Probleme mit der Verfügung von Coins. Kann Ripple dann einfach XRP erzeugen? Was für eine Auswirkung hätte das? Wäre ja eine Art Inflation wie beim Fiat-Geld, oder? Also, Ripple könnte XRPs erzeugen. Aber dazu müsste der XRP-Bestand tatsächlich zur Verfügung, ich glaube, unter 100 Millionen oder waren es 50 Millionen XRP sinken. Dann könnte Ripple tatsächlich welche erzeugen. Das Problem ist nur, wie viel willst du denn erzeugen? Weil du weißt ja, umso mehr XRP da sind, umso weniger hast du natürlich am Kurs. Das Problem ist nur, du darfst ja nicht unter einen gewissen Kurs bei der Verwendung gehen, weil sonst kriegst du Probleme mit dem System. Und ich denke nicht, dass Ripple tatsächlich XRPs erzeugen wird, weil vielleicht deswegen, ja, da könnte Weltglück auch wieder recht haben, dass sie langsam natürlich starten, damit der Kurs nicht, klar, enorm schnell nach oben steigt, aber am Anfang natürlich auch zu wenig XRPs vielleicht da sind dafür. Aber ich denke nicht, dass Ripple dann XRPs erzeugen wird. Deswegen hat Ripple ja ein paar Milliarden in der Hinterhand, ne? Und außerdem, wenn der Kurs natürlich hochgeht, versorgen wir das System dann so gesehen mit unseren Verkäufen ja zusätzlich nochmal mit XRPs. Geh nicht an mich, geh nicht an mich. Och, schön, geh nicht an mich. Ich gehe jetzt nach Hause. Kommt dabei, Ted. Hat nicht Alan geschwärmt darüber, wie er in jedem Tesla irgendwie Silber verwenden will, massiv? Dann weiß ich nicht. SingleBMC, wenn Ripple bei einer Strafe von 50 Millionen Dollar nicht zahlen will, ist denen nicht mehr zu helfen und in den Supreme Court gehen wollen. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn die 50 Millionen zahlen müssen und die sagen dann, nö, wir gehen in den Supreme Court, dann werde ich irgendwie Geld locker machen, weil ich nach San Francisco fliegen werde und ich persönlich Brad Garlinghouse dann eine draufgeben werde. Kryptobytet oder extrem viel Silber in so ein Tesla reinkommt. Oder hätte ich mich da verhört? Wisst ihr was? Nee, da bin ich raus. Ufox, heute Haus voll bei dir? Bei mir? Die sind immer noch da. Aber das interessiert mich nicht. Die haben schon verschissen, die ganze Sippe. XRP Heiko, überlegt mal, wenn Tesla viele Autos in der Farbe Silbergrau anbietet, da wird Silber schon knapp. Mascha, ich bin für alles vorbereitet, Manchello. 4 Flaschen Pyjupax, Flaschen Beruhigungsmittel eingelagert. Normal reichen 7 Tropfen, aber bei Flip the Switch muss die Dosis erhöhen auf 20. Okay. Dafür habe ich Alkohol. Transatlantic, ich bin voll zufrieden mit Ledger. Werde mir sogar noch mal einen 4. zulegen. 2 gehören meinen Kids und ich will noch einen Backup haben. Ja, das ist zum Beispiel eine gute Idee. Das sollte man sich wirklich überlegen. Weil, wie gesagt, ich hatte das schon mal im letzten Bullenmarkt, da hat ein Bekannter mich angerufen und gesagt, scheiße, mein Hardware-Wallet ist kaputt, der hat auch einen Ledger gehabt. Ich zu ihm, ja, dann schieß doch den 2. an. Ja, ich habe keinen. Ich so, oh, jetzt hast du die Arschkarte. Es kann jedem passieren, ne, dass im Bullenmarkt, wenn ihr verkaufen wollt, euer Hardware-Wallet rein zufällig dann im Arsch ist. Was machst du dann? Bestellst einen neuen. Ich kann euch sagen, im Bullenmarkt sind leider die Hardware-Hersteller total überlastet. Und dann müsst ihr auch teilweise 2 bis 3 Monate warten, bis ihr ein neues bekommt. Aber könnt ihr 2 bis 3 Monate im Bullenmarkt warten? Ist so eine Sache, ne? Geht man das Risiko ein oder sagt sich, okay, scheiße, ich kaufe mir nochmal ein, richte ihn ein, damit er wieder Erste natürlich ist? Das muss jeder für sich wissen. Kofox, ja, Ledger finde ich auch gut. Hab zwar nur XRPs da, aber ja. Kufox, 2025, rich. Boah, ich denke schon, ne? Weil SBI wird da richtig dreckig abgehen.
Ich sag, ja, Eko, woher soll Crypto weiter den Panzer bekommen? Ist doch alles schon weg. Ja, man muss sich ja keinen deutschen Panzer holen, ne? Es gibt ja auch andere schöne Panzer. Dann musst du Crypto Whitehead fragen, welchen er sich vielleicht so in Aussicht hat. Limits, Crypto Whitehead. Mein Lehrer hat mir damals erzählt, dass er einen Panzer hatte und damit immer seine Katze abgeschossen hat. Hä? Komischer Lehrer. Kofox, aber hoffen wir mal nicht 2025, sondern 24. Ich denke schon. Ich denke schon ganz gewaltig 24 jetzt. Jetzt ist vorbei hier. Wascha, wir denken immer positiv, aber vielleicht haben sie uns für das System ausgenutzt und kopieren das Ganze mit, die Zentralbanken teilen es untereinander, dann stehen wir leer da. Nein. Nein. Glaubst du wirklich? Ich weiß ja, diesen Wahnsinn gibt es ja immer wieder. Ja, die Kleinanleger, die müssen erst raus. Aber glaubst du wirklich, dass Zentralbanken, Banken oder Ripple oder die, sagen wir mal, die Finanzelite wirklich die Kleinanleger unser eins interessiert? Die wissen genau, springt der Kurs auf 3 bis 5 Dollar, sind die meisten Kleinanleger schon raus. Und bei 10 Dollar sind 99% raus. Ich denke nicht, dass die sich für uns interessieren, ganz ehrlich. Kofox, oh mein Gott, ich sehe gerade, ich kann meinen ersten XRPs steuerfrei verkaufen. MC, wann geht's los? Ach, du siehst das jetzt. Ich habe das schon seit 6 Jahren. Und nun? Was machen wir jetzt? Schmeißen wir unsere XRPs zusammen und schmeißen sie in die Luft und freuen uns? Das ist halt so. Musst warten. Kryptowährungen, wenn wirklich RWA kommt, Real World Assets auf der Blockchain, dann wird Bitcoin nicht mehr Numero Uno sein. Nein, da hast du absolut recht. Glaube ich jedenfalls kaum. Ist aber nur Spekulation meinerseits. Selbst wenn man bedenkt, Kultstatus hin und oder her. Naja, so denke ich, weil da ja massiv neuer Gelder in Massen reinfließen werden dann. Ja. Nein, man muss das auch ganz klipp und klar sagen. Ne? Also, wenn wirklich die Tokenisierung kommt, wenn die Blockchain-Welt endlich in der realen Welt ankommt, wenn die Gesetze und Regulierungen durch sind, weltweit natürlich, dann werden die Blockchains, die wirklich was in der realen Welt Fuß fassen können, was sie ja teilweise ja schon getan haben, aber noch nicht in Massen verwendet werden können, wegen diesen tollen Gesetzen, weil die Politik so schnell ist auf der Welt und Regulierung, dann wird es da was ganz anderes oben stehen. Ne? Und das sind auch die Coins, die natürlich in Zukunft auch wirklich da oben hinkommen werden. Auch wegen Marktkapitalisierung, auch wegen Kursen, weil die eben halt verwendet werden. Das gibt es ja noch nicht in der Kryptowelt. Das ist alles Vorbereitung. Ne? Deswegen, letztens hat ja auch jemand zu mir gesagt, von wegen, ja, XRP wird doch gar nicht verwendet. Was willst du eigentlich? Wie kannst du nur so einen Scheiß bringen? Ich habe nur ganz trocken zurückgeschrieben. Ja, überleg mal, warum die Blockchain-Welt noch nicht in der Welt zur Massenadoption freigegeben ist. Ich habe bis heute noch keine Antwort gekriegt. Merkwürdig, ne? Kufox, wenn XRP jetzt auf gleich bei 100 ist, wird's geil. Ja, dann würde ich den Stream beenden, weil ich dann auf dem Boden liege und mein Handy, was rechts neben von mir liegt, deswegen, ich habe das schon immer parat bei mir, würde ich einen Notarzt rufen müssen. Das garantiere ich dir. Hamburger Kind, Asiaten, nur kleine Menschen. Ja, im Gegensatz zu mir, ich bin 1,93, ne? Als ich drüben war, war gut. David gegen Goliath. Ich sah, ich fand das gut. Ich konnte über alle rüber gucken. Crypto Whitehead. Und Leben wäre schwer für Brett und David und Chris, wenn es ein Jahrzehnte-Scam war von den Wascher. Ja, natürlich, ne? Weil dann würden alle beide oder alle drei, sagen wir es mal so, hundertprozentig kein Geld mehr besitzen, weil die werden dann in Massen verklagt. Wir reden hier von Chris Larsen, der Milliardär ist. Der hat kein Geld dann mehr. Der darf sich dann unter der Parkbank bequem machen. Geht an Russia, geht an Russia, geht immer noch an Russia. Transatlantic, offiziell sind die 90 Milliarden von Veracity aber noch nicht verschoben, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch stehen sie drauf.
Johannes, eine Frage. Wenn jetzt SPI XRP-Validator ist, warum sehen wir nichts am Kurs? Der müsste doch gleich auf $10 gehen. Daher glaube ich, dass die News eine Fake News ist. Ganz ehrlich. Oh, Johannes. Ich habe auch einen Fehler gemacht bei den News, ne? Ich habe auch einen Fehler gemacht. Komm, mach schneller hier. Da ist die News. Ich habe die sogar tatsächlich von SPI auch gepostet. Ne? Notbetrieb als Validator für das XRP Ledger. Beitrag zur Entwicklung des Ökosystems. Du siehst SPIVC Trade, SPIVC. Es tut mir leid. Nein, es ist keine Verarschung. Es ist direkt von SPI natürlich auch. Und was soll ich dazu sagen? Aber gebe ich natürlich gerne rein. Da kann sich jeder das nochmal auch nochmal selber angucken. Und der Preis, Schätzele, nur weil SPI jetzt Validator ist, heißt es ja auch nicht, dass sie jetzt natürlich damit starten werden. Ne? Aber es beweist natürlich nur wieder, wie Crypto Whitehead glaubt und ich mittlerweile ja auch, dass XRP nie von SPI verwendet wird. Jetzt noch nicht. Sanremo, der Preis hat doch mit dem Nichts zu tun. Transatlantic, das war auch Verarschung von Johannes. Transatlantic, Veracity sollte langsam mal in die Puschen kommen. Sinkt und sinkt und sinkt. Schlechte Kommunikation. Warte ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so ein Déjà-vu bei Veracity gerade habe. War letztes Mal genauso. Crypto Whitehead, siehst du, darüber habe ich eben gesprochen. Aber jedem das seine. Okay. Zika. Später heißt das, manchen hätte Fahrradkette, aber dann ist das zu spät. Fett Toni, XCC hält sich sehr stabil, obwohl die anderen nach unten korrigieren. Guck dir mal den Chartverlauf von XCC an, ne? Die haben noch beschissener performt in den letzten 4 Monaten als alle anderen, aber er hält sich wirklich stabil, da gebe ich dir recht. Sanremo, für uns ist es eine Bestätigung, dass Asien voll auf XRP setzt. Der Preis wird kommen. Hundertprozentig, mein Freund. Genau das ist es. Crypto Whitehead. Richtig, Remo. Bestätigung, dass SPI nicht nur Ripple Payments verwenden wird, sondern auch XRP. Jetzt hör auf, Mensch. Was glauben die Leute wirklich? Ripple Payments ist was anderes, was den XRP Ledger verwendet. Es werden auch noch weitere Validatoren dazukommen. Davon gehe ich auch aus. Sanremo, richtig. Namentlich XRP nimmt sonst kaum einer in den Mund. Wascha, langsam würden das System nicht laufen lassen, denn dann steigt alle in XRP ein. Ich glaube, das wird brutal steigen. Aber wie? Denn wer sich mit Kryptos auskennt und die Anwendung anfängt, kann es auf Dauer nur noch explodieren. Bingo. Natürlich wird er vorher wieder manipuliert und gepumpt. Das haben sie 2017 bewiesen, wie das funktioniert. Haben sie perfekt hingekriegt. Und genau das wird wiederkommen. Dann wollen alle XRP und das wollen sie bestimmt nicht. Ich weiß nicht. Aber ich denke, sie werden das wieder manipulieren, bis XRP einen Kurs XY hat. Das geht ja schnell, das wissen wir. Innerhalb von 2 Wochen von dem Kurs aus können wir einen guten Kurs schon kriegen. Für die Verwendung. Weil ich glaube nicht, dass sie starten mit der Verwendung bei 50 Cent. Sanremo, ich denke auch, dass der Preis auf einmal explodieren wird und die meisten dann nicht mehr einsteigen, weil sie meinen, den Zug verpasst zu haben. Zumindest diejenigen, die das System nicht verstanden haben. Und die es verstanden haben, die trotzdem verkaufen, sagen sich, ah ja, jetzt ist er bei 4, $5. Nee, komm, ich nehme meine Gewinne mit. Der geht ja wieder auf $1 oder unter $1. Ne? Das kennen wir ja schon. Sanremo, die warten dann auf tiefere Preise, die nicht mehr kommen werden. Ja, bingo. Hamburger Kind, Marcello, in diversen Streams drohst du mit einer Racheanreise. Warum? Und ist das streamkonform? Anreise? Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst.
Also was ich drohe, ist natürlich den ganzen Kritikern zu zeigen, dann auf Teneriffa im Massenstream, wer dabei sein möchte, ne, ich weiß ja, vielleicht möchte jemand sich ja nicht zeigen, das ist ja auch in Ordnung, denen dann zu zeigen, wie geil es ist, XRP-Investor zu sein. Kuvox, ich hoffe, es stimmt, was du vermutest. Abwarten. Singleware in jedem Handy und Auto ist Silber vorhanden und Gold. Alleine schon wegen der Elektronik und in der Industrie werden über 35 Tonnen an Silber benötigt. Das stimmt, da gebe ich dir sogar recht. Das weiß sogar ich. Wow. Johannes, ich habe mir einen zweiten Ledger gekauft. Der bleibt zur Sicherheit eingeschweißt, im Schrank bereit für einen Notfalleinsatz. Wobei, da ich nur XRM und XRP auf dem Ledger habe, es ist nicht so wichtig, schnell zu verkaufen, da die ja immer mehr an Wert gewinnen. Ja, das stimmt. XRP Echo, SPI, Microsoft und so weiter sind ja auch Validatoren bei HBAR. Beziehungsweise sind in diesem komischen Rat. Also so aussagekräftig ist die Nachricht auch nicht, dass sie einen Pump auslösen sollte. Nein, das war auch Verarschung von Johannes. Das wird auch kein, das ist einfach nur ganz ehrlich, das SPI-Validator ist, bekräftigt nur, dass sie tatsächlich Ripple Payments mit dem XRP-Ledger mit XRP verwenden werden, dass sie immer noch dran glauben und es auch tatsächlich tun werden. Johannes, was, du verbreitest auch Fake News? Huch, dann darf man da ja wirklich nicht glauben, du Spinner. Du jetzt hier, aber. Johannes, du machst mich fertig heute. Psychopole, toll, konnte mich nicht entscheiden. XRP, XCC und auch Sui gesucht, suchtet. Ja, siehst du, perfekt. Also muss ich nicht zerreißen, sondern ja, jetzt bist du doch glücklich und entspannt, oder nicht? XRP-Algo, wenn der steigt und XRP in der Verwendung ist, werden auf den Börsen gar nicht mehr so viel XRP zur Verfügung stehen, oder? Ja, es kommt ja darauf an, wie, was die Banken damit machen, ne? Was für Volumen sie reinballern und, ne? Das ist so das große Problem. Machen sie es wirklich volle Pulle? Machen sie es langsam? Das werden wir sehen. Aber ich denke schon, weil du musst bedenken, wir haben ja noch den Escrow in der Hinterhand, ne? Also bleibt ja noch die 45 Milliarden in der Hinterhand. Also plus noch die, ich weiß nicht, haben die 20 Milliarden? Ich glaube 20 Milliarden insgesamt mit Chris Larsen, Brad Garlinghouse und Co. Müssen sie auch noch zusammen haben. Also es sollte reichen für den Start am Anfang. Deswegen aber nichtsdestotrotz denke ich schon, dass er so bei zwischen 2 Dollar und 5 Dollar sein müsste für den Start der Verwendung. CK, ich meinte Marcello, die Leute, die jetzt nicht richtig recherchieren und auf manchen YouTuber hören, ja, die haben selber Schuld, ne? Weil das erste Gebot, was es gibt in der Kryptowelt, hol dir ruhig Informationen, aber recherchiere nochmal hinterher, falls dir was nicht ganz so, ja, eindeutig ist. Und hol dir noch lieber, bevor du dein Geld irgendwo reinsteckst, natürlich noch eine zweite und dritte Meinung. Und recherchiere natürlich über das System, über das Unternehmen, über die Personen, die da arbeiten, die größten. Und was es natürlich auch macht. Ne? Das muss man alles am Anfang eben halt machen. So, und wenn man dann nur auf irgendwelche YouTuber hört, ja, es tut mir leid. Ne? Ich bin zwar auch ein YouTuber, ich bin auch ein Twitcher, aber man den Leuten eh nicht helfen. Da müssen sie auch nicht weinen, wenn sie später natürlich den Zug verpasst haben, wenn sie Geld verloren haben oder sonst irgendwas. Na, weil jeder ist für sein Investment natürlich selber immer wieder verantwortlich. Es ist nicht mein Geld. Ich bin für mein Geld verantwortlich, genauso wie ihr für euer Geld verantwortlich seid. Und wenn dann welche kommen und nicht richtig recherchieren oder überhaupt nicht recherchieren, weil sie sagen, boah, ja, ne, YouTuber mit 30.000, mit 100.000 Abonnenten, der hat ja recht. Nein, haben sie nicht. Mr. Crypto MC, was denkst du, mit welchem Preis sie für die Verwendung starten müssen? Achso, habe ich ja schon gesagt, so zwischen 2 Dollar und 5 Dollar würde ich sagen. Crypto Whitehead, SPE Group, Companies have long used XRP. Natürlich. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ja, mit Osaka, da gibt es den NFT. 2025, die Weltmesse. Deswegen, es ist ekelhaft, ne, dass SPI so viel Scam verbreiten möchte in Japan. So, jetzt fange ich auch mal an. Was ist das? Ist das mit der Messe? 5.10.
Ach so. Ja, witzig. Das ist, glaube ich, das Gleiche, ne? Das muss das Gleiche sein. Ja. War ich ein bisschen schneller. Kufox, kannst du mal was anderes sagen als abwarten? Bleib entspannt. Bleib geduldig. Alles wird gut. Die Zeit wird zeigen. Die Zukunft kommt. Single, 35.000 Tonnen. Lach. Wascha, Turbo, sollen sie in Binance listen, bevor der XRP? Ja, kommt doch noch. CK, wenn XRP startet, dann wie ein ICE. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob es so kommt oder nicht. Da lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich kann mir beide Variationen natürlich vorstellen. Ne? Entweder über Nacht tatsächlich SBI startet mit komplett Asien dadurch. Und wir sehen tatsächlich SBI 10 Dollar auf jeden Fall. Und wenn Asien auch noch umkippt und mitmacht, dann könnten schon dreistellig da stehen. Wascha Turbo soll sich in Binance listen, bevor der XRP explodiert. Dann alle Turbos auf die XRP einbauen und ab in die andere Galaxien. Tja, das ist natürlich die Frage, ob Turbo rankommt. Psychobeule von wegen entspannt. Will mehr. Ah, die Gier kickt. Ja, ich kann dir dabei leider nicht helfen. Ne? Sucht ist Sucht und ja, mir jucken auch schon die Finger. Singlebär, man sollte lieber gute Coins bei Binance listen statt so ein Dreck wie Turbo. Da müsste die SEC einen Riegel vorschieben. Na, ich kann es ja verstehen, dass Binance auch solche Coins und Token natürlich nimmt. Ne? Umso größer das Angebot, wenn die Leute natürlich gerade so auf die Mimi Hype-Train, sage ich mal, raufspringen. Hey, damit macht Binance gutes Geld. Warum nicht? Kufox, also ich höre nur dir zu, MC. Ich glaube, ich bin am Arsch. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich reiß euch alle in den Abgrund. Mr. Crypto MC, kannst du mal diesen XDC-Fanatiker mit den 500.000 XDC einladen? Er soll mal seinen Preis und seine Verwendung erklären. Kannst du Japanisch? Dann können wir es machen. Sein Deutsch ist nicht gerade prickelnd. Sanremo, was ist heute los mit dir, Singlebär? Bist schon wieder auf der Syndikatseite SEC? Ich kann auf die komplett verzichten. Jeder, der Geld investiert, ist selbstverantwortlich, ob er sich genügend informiert hat. Das ist richtig. Johannes, diese Asiaten haben genug getestet in den letzten 12 Jahren. Nee, nee, Johannes, das verstehst du falsch. Nicht Asien, die Welt. Das sage ich ja schon lange, dass die sehnsüchtig auf den Start warten. Darum wird es vor November 25 starten, da alle sofort mit Summe X jeden Tag arbeiten wollen. Sonst würde es im November 25 aufgeschaltet und gleich wieder abgeschaltet. Achso, eingeschaltet und wieder abgeschaltet, weil es überhaupt überlastet ist. Es wird langsam aber, glaub, mit höheren Dollarpreisen starten und ich sehe im Fenster, dass wir über Nacht auf 10, 20 oder 50 Dollar sind und dann bald auf 100 Dollar. Da gebe ich dir sogar recht. Also so die 10 Dollar über Nacht könnte ich mir auch vorstellen. 20, 50, boah, vielleicht. Aber so die 10 Dollar, wenn sie sagen, okay, wir starten global langsam, dann ja. Sanremo, wer in Shitcoins sein Geld steckt, sollte wissen, was für ein Risiko er eingeht. Und wenn die Gier zu groß ist und er sich die Finger verbrennt, selbst schuld. Ja gut, was heißt Shitcoins? Ne? Hättest du letztes Jahr in Bonk ein bisschen was reingesteckt, hättest du 5.000% gemacht. Ist das dann ein Shitcoin? Ich weiß es nicht. Ne? Aber gut, natürlich, das Risiko, dass du Geld verlierst bei Mimi-Coins, ist natürlich gewaltig hoch. Muss man ganz klipp und klar sagen. Man kann natürlich gewaltiges Glück haben, gar keine Frage. Und deswegen sollte man vielleicht, wenn man da reingeht, mit Spielgeld reingehen. Wo man wirklich sagt, okay, wenn das wirklich weg ist oder ich da jahrelang drauf warten muss, dass da sich vielleicht mal was bewegt, habe ich kein Problem mit. Aber wenn man anfängt, mit richtigem Geld da reinzugehen, dann muss ich wirklich sagen, weint nicht danach, ne? Psychobeule, habt ihr mal einen 2 XRP für mich?
ist auch der letzte, ich schwöre, dann höre ich auf. Es tut mir ja leid, dass dir das sagen zu müssen, ne? Aber ich kenne das ja. Einmal Junkie, immer Junkie. Und Krypto-Junkies sind die schlimmsten. Ich gehöre ja selber dazu. Und hast du meinen nackten Mann in die Tasche gegriffen? Ich habe keine XRP für niemanden. XRP-Akku, 22 Uhr sollte es losgehen mit den Polarlichtern. Mal gespannt. Oh, das interessiert mich nicht. Da schauen wir mal, ne? Mr. Krypto, Japanisch? Na klar, kein Problem. Wie verständigt ihr euch denn? Dann soll er eine Mail verfassen. Also, wir sprechen zum größten Teil Deutsch. Auch wenn seins beschissen ist, ich verstehe es halbwegs gut. Teilweise redet er auch Japanisch, was ich dann mitkriege auch. Und zwischendurch kommt natürlich auch noch ein bisschen Englisch. Ne? Da ist dann bei mir schon aus. Ich hasse auch diese Sprache, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber wir haben dann auch noch Übersetzer. Ne? Per Handy-App. Klingt geil, ist auch so, aber da verstehen wir uns dann zu 1000%. Kufox, Single ist Glaub von der SEC. Es stellt sich mehr auf ihre Seite. Nein, ich kann Singleware tatsächlich verstehen. Aber zum anderen muss ich auch sagen, Ripple hat ja wirklich jahrelang versucht, immer wieder zu hinterfragen, SSC, was ist denn XRP jetzt für euch? Und das sollte man natürlich auch mit einbeziehen, wenn es darum geht, der Strafe. Die SSC hat ja jahrelang nichts gesagt und Ripple hat ja, ich glaube, von 2013, 2014 jedes Jahr nachgehakt. Selbst Brad Garlinghouse war ein paar Mal bei der SSC-Zentrale und hat gesagt, ey Leute, ich muss mal eine Antwort ja haben. Die haben nie etwas gesagt. Nur einmal von wegen, oh, es könnte vielleicht etwas sein. Ja, witzig. Und dann bereitet die SSC 2 Jahre eine Klage vor gegen Ripple, ne, die wir ja haben, auf Vermutung. Ne, die haben ja nichts an Beweisen, weil es ist ja viel zu anstrengend, sich auch irgendwelche Investitionsverträge anzugucken. Alles beruht bei der SSC nur auf Vermutung. Und da denke ich mir auch, sollte man das auch im Urteil natürlich mit berücksichtigen. Aber ansonsten, ich kann Singleware auch verstehen, na klar. Singleware, SEC sollte ja dafür gerade da sein, die Menschen vor diesem Shitcoin zu schützen, die nur andere das Geld abnehmen wollen. Also Mimi-Coins. Im Endeffekt, die SEC sollte sich darauf da sein für Menschen, die in Aktien, Wertpapiere und investieren, aber nicht für die Kryptowelt. Kuvox, nee, 2 oder 4 Uhr habe ich gehört, Heiko. Nee, 2 oder 4 Uhr. Ah, XRP, Heiko, wie war das auf Japanisch? Mushi. Werde ich dir nicht sagen. Das ist ja pfui, auch wenn das ein 18er Stream hier ist. Kaleido, also wenn ich mir die ganze Zeit dein T-Shirt anschaue, bekomme ich schon wieder Bock auf Bier und Würstchen. Ganz ehrlich, ich auch. Nur ist die Frage, okay, dann bist du wohl Terence und ich bin Bud, ne? Johannes, Japanisch? Watashiwa. Ich liebe dich auf Japanisch. Kufox, aber da schlafe ich schon. Okay, XRP Echo, außer bei Shiba, ne? Qualmes, korrekt Single, die sind zum Schutz da, sollte da sein. Daher macht es aber auch keinen Sinn, alles und jeden zu verklagen und 2 Milliarden zu fordern, ohne Grund. Ja. Kaleido, der japanische Verkehrsminister heißt doch Umleitung, oder? Weiß ich nicht. Wascha, wenn XRP auf 1000 geht, dann muss es mal stabil bleiben. Der Kurs oder dauert es Jahre, bis der Kurs von 1000 zu 10.000 steigt? Also ich erwarte 10.000 ab 2030. Sanremo, die SSC ist ein Gangsterclub, dem die Anleger komplett egal sind. Oder haben die Millionen Anleger, die geschädigt worden sind und die SSC Milliarden von den Firmen kassiert hat. Die Anleger werden davon nichts sehen, bleiben also die Geschädigten. Richtig, man muss auch sagen, Sanremo, ne? Der FTX-Skandal mit der drittgrößten Börse der Welt, die über Kopf gegangen ist, da hat die SSC auch ihre Finger im Spiel gehabt. Nicht, weil sie die verklagt haben, sondern weil sie denen die Genehmigung gegeben haben und die gar nicht richtig kontrolliert haben. Olli, wann hast du das letzte Mal Krypto gekauft, MC? Was haben wir jetzt? 10.5.
Am 22.04. XDC und XRP. Qualmes, da gehört denn ein feuchter Dreck. Da sind 10 Millionen noch zu viel. Normalerweise gebe ich dir recht, wegen den Sachen, die ich ja gesagt habe. Ne? Normalerweise müsste die Taurus einfach einstellen. Und der SSI am besten noch eine Strafe aufbrummen. Mr. Crypto, für SSI haben wir 1 Euro im Budget. Mehr leider nicht. Saftladen. Sanremo, ja, die sollten gar nichts bekommen. Und wenn, dann müssen sie es den Geschädigten, die sie benennen, ausgezahlt werden. Ja, im Endeffekt müssen sie uns allen Geld geben, weil sie uns den letzten Bullenmarkt mit XRP total versaut haben. Qualmes, so ist es. Ken Beam, schönen Abend noch. Sanremo, die SSC hat noch niemals einen US-Dollar an die Geschädigten weitergegeben. Ja, das ist geil, ne? Nimm Milliarden ein. Aber die Anleger, die ja angeblich, wie die SSC immer behauptet, geschädigt werden, die sehen davon keinen Cent. Also vertreten sie nur sich selbst. Natürlich, Eigeninteresse des amerikanischen Staates. Wascha, wir lachen über Mimi-Coins, aber wenn wir im letzten Bullrun etwas dort investiert hätten, wären wir schon finanziell frei, wenn man den Anstieg nicht verpasst hat. Mimi Marktkapitalisierung von 60 Milliarden ist auch nicht ohne. Man sollte Mimis im Portfolio haben. Ich nicht, aber ich wünsche dir viel Spaß damit. Johannes, hallo. Der japanische Verkehrsminister heißt Umleitung. Zusammen Umleitung. Sanremo, Mimi Coins haben ihre Berechtigung, um zu zocken. Mr. Crypto, von Black Swan Capital sagte doch mal, dass sie den Wert festsetzen werden, also 1.000 bis 10.000 etc. Hätte er von irgendeiner Dame erfahren, von einer aus einer Bank von Australien, glaube ich. Könnte passieren. Ich sehe sowieso XRP als Stablecoin mehr eher ein, aber nicht als klassischen Stablecoin, der bei einem Dollar gedeckt ist, sondern eher als Stablecoin, der einen höheren Kurs hat und wenn er höher noch gebraucht wird, dann wird er natürlich höher gesetzt. Krypto Byte, Johannes, geschnallt? Ja, ich habe es geschnallt. Krypto Byte, so ist es, Remo. Kaleido, Umleitung, aber egal. Die Witzrakete hat nicht gezündet. Nee, bei mir nicht. Schlucke, immer noch 5 Euro bis Ende August? Hundertprozentig. Für mich? Ja. Krypto Byte, ich nicht. Wir halten nur Real World Use Case Coins. Ja, Mimi Coins brauchen wir nicht. Mimi Coins erst nächsten Bärenmarkt. Und dann habe ich eine gute Beraterin an meiner Seite, die wird mir die dicke Kohle machen. Da mache ich mir keine Sorgen. Ne? XRP Heiko, du kennst die. Du kennst sie sogar sehr gut, mein Freund. Qualmes MC steht bei sowas meist auf dem Schlauch. Schlucke. Ja, da gebe ich dir sogar recht. Wascher, über Nacht auf 1000 würde das gehen, wenn eh weniger Retailer drin sind. Es kommt immer auf die Verwendung an, Schatzi. Klar, es ist alles möglich beim XRP Ledger. Er ist so breit aufgestellt. Wie gesagt, er ist der Godzilla unter den Blockchains. Transatlantic und der Familienplanungsminister Schwengde. Ja, kann sein. Olli, wie kommst du auf 10.000 bis in 2030? Du nimmst aber nicht Drogen, MC, so halluzinierend. Gene. Kann ich mir nicht leisten. Ich packe leider alles in Kryptos rein. Das ist mein Problem. wie ich darauf komme, weil ich denke, dass bis 2030 der Aktienhandel, Derivatenhandel über den XRP-Ledger laufen. Startrampe, auf geht's, Wippe. Flip the Switch, David. Ja, ich rufe meinen Bruder gleich an. Ne, mal gucken, was der sagt. Johannes, das stimmt mit der SEC, dass sie das Geld selber behalten. Ich war mal bei einer Firma in den USA investiert und plötzlich wurde sie geschlossen von der SEC. Und das Geld wurde eingezogen. Ich habe aber keine einzigen Dollar von der SSC zurückbekommen und hatte 3.000 Dollar drin. Ja, ist doch richtig so, oder nicht? Du musst doch den Amerikanern mal ein bisschen Geld unterstützen, Jungs. Johannes, danke MC, du schnelle Leser. Gute Nacht und bis morgen Abend. Morgen um 20.20 Uhr bin ich hier wieder für euch da. Wer gern vorbeikommen möchte, kann es natürlich gerne tun. Schauen wir mal, was es morgen gibt, wie der Markt reagiert. 86 Zuschauer, vielen, vielen Dank, die ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Olli, dann können ja ich ja die Wände mit meinen Kriechboden vergolden. Könntest du.
Sanremo, so macht das die Mafia, Johannes. Rascha, was ist, wenn sie erst 2035, 11 Jahre noch? Nein, zu spät. XRP, WeChain News, Analysten prognostizieren 14.400% Anstieg auf neues ATH. Ja, könnte kommen. Olli, hast du noch XRP, wenn sie zum Beispiel 1.000 kosten? Ja, aber ich bin dann schon raus mit meinen XRP. Nur noch meine Tochter hat dann welche. Und damit sage ich auf Wiedersehen.